Dernbach im Westerwald. Die etwas andere Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder. Es ist Sommer und unter dem heißen Blechdach der Ludolfs glüht die Luft. Hitze. Auf den Sommer kann ich verzichten. Auch so auf einen normalen Jahr, aber so einer, ne? Sehr einfach, gell? Da schwitzt man schon, ohne sich zu bewegen. Man kann auch kaum sprechen durch diesen heißen Wetter. Diese drückende Wetter. Rudolf? Guten. Baujahr? Moment. Golf 3, VR6, Baujahr 97, Tacho. Nein. Leider nicht. Jo, bitte. Tschö. Sag doch mal ja, auch wenn es so warm ist. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und Feuer frei, Manni. Ja. Manni, ich geh weg, lass deine Klamotten laufen, du schiebst. Ey, du hast ja nicht mehr alle. Du bist. Ich kann nicht so lenken, du bist auch blöd vorne lenken. Du bist wie ein Rentner heute schon. Die Rentner sind schneller wie du. Der Onkel Manfred macht das dreimal so schnell wie du. Naja, Manni, was kann ich dazu, wenn du nicht mehr imstande bist, ein Auto zu schieben? Ach ja. Handbremse anziehen. Handbremse ist angezogen. Na, ich lasse mal meinen Bock an. Ja. So, dann wollen wir sehen, ob ich noch was schaffe. Auf jeden Fall. Manni und Uwe haben ein Fiat Panda ausgeschlachtet. Was von dem Auto übrig ist, wird verladen und in die Schrottpresse gefahren. So, geh mal rüber, Manni. Geht super. So, ja. Super. Die zwei Brüder machen in der Werkstatt Platz für einen Passat. So, normal müsste der anspringen. Haha. Springe, springe an. Sieh mal zu, dass wir hier die Ecke freikriegen jetzt, Stück für Stück. Ach, der Leute. Nein. Ach, Manni. Das sind die Leute, die kriegen die Autos. Komm immer langsam. Jetzt Schrott. Ja, aber trotzdem. Und gib Gas. Gas kann ich geben. Sei da eine Klatsche hast du. Wir wollen Teile verkaufen und nicht Schrott machen. Genug Platz, wenn ja. Und weiter. Gerade. Gut, reicht, reicht. Ah, Günther, ah, tut das gut. Ach, herrlich. Rudolf. Guten Moment, muss ich fragen. Peter, 323er Mazda, Baujahr 93, eine Heckklappe? 93? Der alte noch. Der mit den Kuckaugen. Die müsste noch hundertprozentig da sein in Schwarz. Grün. Grün, das Grün ist die Hoffnung und das ist nie die Hoffnung. Nein, Grün auf keinen Fall. Bitte. Tschö. Ich kühle den Kopf. Man sagt, ein kluger Verstand muss gekühlt werden. Und wenn er einfriert, das Gehirn? Wie soll das einfrieren? Ich habe ja keins. Endlich kündigt sich über dem Anwesen der Ludolfs die ersehnte Abkühlung an. Ganz Dreck in der Hemd drin. Alles in die Fresse gekommen. Ach, fällt bei dir nicht mehr auf. Ah, das Wetter ist schön. Ach, da sind riesige
richtig Abkühlung geben. Ah, Wetter, wunderschönes Wetter. Ah, hier ist eine richtige Abkühlung. Fantastisch. Schön. Uwe, wo seid ihr? Eine Abkühlung, Jungs. Jungs, ist das nicht hier herrlich? Jungs, ha! Ah, Mama mia, hier kann man richtig spielen sogar. Fantastisch, das ist ja nur was Besseres. Herrlich, ich brauche nicht mehr duschen. Ja, herrlich. Dafür würde einer viel bezahlen in Urlaub. Ah, das geht mal kostenlos. Wir fällt noch ein Stück Seifel. Eine Abkühlung, hoffentlich reicht die heute noch. Ich fühle mich einfach wohl. Jungs! Jungs! Herrlich! Wollt ihr euch auch nicht mehr abkühlen? Ey! Was ist? Komm mit und der Wasserfall! Was denn? Ich glaube, irgendwelche haben einen Gehirnschaden. Ich bin froh, dass ich mir abkühlen kann, du Sack. Vorher war keine Abkühlung. Da war so heiß gewesen, da bist du kaputt gegangen. Ha! Du bist doch nur neidisch. Soll ich dir Wasser einholen? Schütt dir auf den Kopf auch hinaus. Toll, die Hose ist etwas schwer. Aber es geht. Na, Uwe, wie geht's dir? Scheiße, wir müssen das Zeug da abräumen, wir haben die ganze Halle voll Wasser. Ja, wie hast du nicht abgeräumt? Willst du nicht mal mit dem Wasser mit mir kommen? Ja, ich geh doch nicht da raus, aber lass mich, da kommen wir die ganze Ersatzteile voll. Moment, Peter, ich kann dir eins sagen. Ja? Du hast ein bisschen eine Macke gehabt mit dem Wasser, aber lieber die Macke als so fiese, wie der Uwe. Behalt die Macke, aber zwei... Hey, ja! Nein, Peter? Weißt du, was der Uwe ist? Ein Stinkstück. Weißt du, was der Manni sagt? Der Mann brennt gleich durch. Uwe, kenn das Manni, du hast voll regnet. Ich schlachte zwei Teile auf. Ach, Mann, dann zeig mir die Sache, wo du es meinst. Ja. Manni, mach weiter. Lass doch ruhig die Teile kaputt gehen. Ja, du kleine Giftspritze. Komm, zeig mal Giftspritze. Giftspritze. Manni doch machen. Ja, nö. Uwe, zeig mir doch mal. Auf. Hey! Der beleidigt dich, wie eine Leberwurst. Wie eine Leberwurst. Ja. Ich kapiere es nicht. Was hast du denn? Ja, geh nicht gleich in nicht den Lauf. Es regnet da rein. Der Manni baut ein Teil aus und da gehen Minimum 100 von 100 Autos Teile kaputt. Sagt er, baut lieber Teile aus. Sollte ruhig kaputt gehen. Peter? Ja, ja. Ein Teil ausbauen und 1000 Teile kaputt da gehen lassen. Da gebe ich den Uwe. Siehst du, jetzt guck doch mal hier, wegen der Tür hier. Ja. Dadurch läuft Wasser. Ich bin darin, ich mache das nicht genau wie der Manni. Ein Teil ausbauen. 10.000 Teile kaputt gehen lassen, dann mache ich lieber hier eine halbe Stunde sauber. Ja, recht, Uwe. Aber hab 10.000 Teile wieder gar nicht. Aber ich gebe dir nur nicht ein Recht, dass du dich aufregst. Du weißt, dass du herzkrank bist. Ich bin herzkrank. Ja. Du bist herzkrank. So geht es. Bevor du das bewegst, dann Manni, wir ziehen die Tür hier raus. Ich hebe es an, die Tür raus, die Eimer weg, dass wir diesen Ablauf frei haben. Da passiert die Scheiße. Die Tür auch hier raus? Die untere Tür. Das nicht zusammen, die Tür muss rübergehen nur ein bisschen. Dann haben wir unten diese Lücke frei. Oh, dann blickt alles zusammen. Nein. Der ich mach hinten frei, lieber. Der ganze Haufen bricht. Ich geh mal gucken, was da hinten steht. Die müsste raus. Das ist unser... Oder ich hätte einen Vorschlag. Was? Ein Wagenheber oder so. Hier etwas anheben und locker ranlassen. Das geht. Und die Tür weglassen. Das geht. Lass mir das mal machen. Mach du das mal hier. Aber das ist ein Drehteil. Das wird schon schwieriger. Geh ein Schritt. Ey, da muss sich elastisch bewegen. Ja. Die Haube müssen wir gleich auch ein Stück vor, damit der Wasser besser um die Ecke schießen kann, Peter. Uwe! Manni, aufpassen! Aufpassen! Ja! So, und, sie. Und zurück! Und Manni, ziehen! Ziehen! Oh. Mann, ja. Dann muss ich. Ja, Manni, noch ein bisschen kannst du ziehen. Langsam raus, ja. Und die Bretter, wenn die gleich wegkommen. Jetzt, und jetzt machst du sie zurück. So einfach geht das. Nicht wie der Manni Schildbürger. Der ich kann mich aber nicht... Wenn der ein Haus baut, gibt es keine Fenster, keine Türen. Ey, wo will der eigentlich rein? Erwachsene Manni, reden vernünftig miteinander. Aber Manni, wenn ein Mensch zuhört nicht und lässt sich was erklären, dann klappt das auch. Ja, aber Jungs, seid lieb zueinander. Wie kann man in dem Alter so trotzig sein? Uwe. Sieht jetzt besser aus. Und Peter, noch ein bisschen sauber machen mit dem Besen gleich. Ich geb dir recht, ich geb dem Manni recht. Geht jetzt mal abschaffen und ich geh mal... Ja, ich muss das kannst du ja schaffen, ist dasselbe. Und ich geh mal raus. Hey. Hey, wir sind ja gut zu reden. Ja. Und ich geh jetzt mal raus und bin mal beim Günther. Geh mal relaxen. Ey, das. Abgekühlt habe ich mir. So siehst du auch aus, jetzt geh mal schlafen. Musst du noch föhnen, sonst mach ich ein Kabel einrollen. Ja, ist wieder alles in Ordnung. Der Manni hat da eingesehen, dass er ein Schildbürger ist. Und es klappt das vom Manni. Ich ein Schildbürger? Du bist eine Trotzbock. Manni, sei doch lieb. Eine trotzige Trotzbock. Ach, Günther, das
war toll! Und den Regen! Ich habe mir abgekühlt draußen gesprungen unter dem Fallbeiß, wo der Mercedes steht an alle. Ich gehe raus, ich bin draußen im Regen, platsch, platsch, abgekühlt. Ich gehe rein, da waren die Sträuche sich am Streiten. Ich sagte, Jungs, so geht's nicht! Kühlt euch ab den Kopf wie ich! Aha! Ja, ich war nicht draußen. Warum bin ich so nass? Das war eine dumme Sache. Voll etwas Wasser reingekommen. Habe ich wieder alles gerichtet, waren die wieder lieb zueinander. Ah, weißt du was, Peter? Ach, ja. Wie du nass bist, da kommt deine Form so richtig schön zu Geltung. Danke, Sicht. Toll. Deine Form ist auch nicht besser. Lass mir sagen, nochmal. Trotzig wie ein Fünfjähriger. Mann, ich schaff mal. Ey, du musst dich nicht da immer so aufregen, da unten so wie ein kleiner Giftzwerg. Du musst lieber schaffen, da ist es besser, Mann. Ich schaffe immer mehr wie du. Ich bin schon die ganze Zeit hier schwer am Arbeiten, Manni. Oh. Und du liegst da unten im Auto, bist am Pennen. Natürlich. Hast du recht. Uwe, kennst du den Unterschied zwischen dich und Holz? Wie? Holz arbeitet. Moment. Peter, für Golf 2, den letzten Ausruftopf. Wie viel Hubraum? Wie viel Hubraum hat der? Ja. 1600er. 1600er. Haben wir da. Haben wir da. Und wenn Sie fragen, wird der Preis 20 Euro. So. Kosten tut er 20 Euro. Okay. Tschö. Den wollt ihr heute noch haben? Heute? Mhm. Heute ist nicht heute. Heute ist schon Feierabend. Wieso eine Sache meine ich? Ab. Arbeiten. Da muss ich auf den Berg drauf. Das sieht doch schön aus. Der Berg geht auf den Berg. Das ist ein Sackgesicht. Ich gehe. Ach ja, an für sich habe ich keine Lust. Ich habe schon vorhin abgekühlt und wieder die Hitze. Ach, da wollen wir mal gucken gehen. Tam-tadim, tadam-tadida, tadam, tadiyadida, tadidadam, tadidadam, tadidadam. Ach ja. Heute habe ich noch einen Hexenschuss. Ich werde auch alt. Tam tam tadi. Tam tadi. Tam tadi. Tam tadi. Ach, Scheiße! Manometer. Gefährlich, oh, Mama Mia. Oh je, je, hier liegt auch alles auf Kippe. Uwe! Manni! Ja, was ist denn los? Ich lag hier unter den Haufen, ihr Säcke. Was machst du denn da? So, komm, Peter. Was ist da passiert? Gib mal die Hand her. Komm, mal, mach mal langsam. Mach mal vorsichtig, helf ihm mal. So, auch mein Knie tut mir weh. Komm mal her. Scheiße. Darauf rutscht nicht nach, oder doch? Oh nein, einen Moment, Mini. Der Knie tut mir weh. Ja. Ich habe am Knie und dann einen auf den Kopf gekriegt. Mach langsam, mein Kleiner. Oh. 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 So. So, komm, gehen wir mal raus, Mann, jetzt. Ja. Raus kam man ja. Da war's. So, Peter, dann kannst du reingehen, tust ein bisschen mal entspannen. Richtig. Setz dich ein bisschen hin, du bist relaxed. Das machst du so immer gerne. Ja. Und wir schlachten weiter. Mach bis dann. Richtig. Ich muss mein Knie erstmal. Ja, tu mal entspannen, genau. Und wir machen weiter, Mann. Ich muss auch was schaffen. Mein Knie tut mir weh, Günterchen. Was war denn da los gewesen? Alles zusammengefallen. Auf dem Knie ein Auspuff. Auf dem Kopf ein Auspuff. Boah. Alles locker. Die Jungs nicht geholfen? Doch, die sind gekommen, nein. Ja? Ich hab die gerufen.
Aber Scooter, jetzt will ich erst mal ausruhen. Ja, das sah ganz schön lecker aus. Er hat einen richtigen Abgang gewesen. Er kann Glück sein, dass da nichts passiert ist. Wir haben eben Haufen Systeme, da kann schon einiges passieren. Da kann irgendwie ein Abgang passieren. Aber Mani, wisst ihr, was, wir denken was nicht drüber nach, wie gefährliche Sachen wir machen. Gemacht. Aber unsere Arbeit muss es schon mal mit rechnen, ja, Mani. Du gehst rüber, das denkst du gar nicht an, stellst dich so auf dem Federbein, in dem denkst du nicht, dass das rollt. Du gehst einfach rüber, du machst diesen Schritt und dann stehst du auf das Ding und fällt auf der Schnauze. Hey Mani, das geht manchmal flotter, wie du meinst. Das geht. Die Knochen kaputt machen. Ich bin jetzt beim Sport machen mit dem Mountainbike gefahren. Auf einmal hat die hintere Bremse versagt. Ich mache einen Überschlag. In dem Moment sehe ich, dass dann ein riesiger fetter Baumstumpf ist. Aber ich habe mir extra nach die Seite rumgedreht und habe mich abgerollt. Das hätte fetter weggegeben. Und trotzdem hat die Schulter noch wehgetan. Ja, Mann, da ist es nicht so einfach. Aber es gibt ja auch welche, die das normal machen. Wenn das zum Beispiel in den Filmen machen die Schauspieler es nicht selber. Jackie Chan hat es viel selber. Aber da gibt es den Stuntman. Die denken die drüber nach, die überlegen vorher. Aber denkst du nach? Nee. Dann ist es vorbei. Also bei Peter gerade gesehen, war. Ja. Also die Knie wehgetan. Ja, aber das wird viel weniger Unfälle geben, wenn man diese Sachen berechnet. Lass uns doch mal Stuntman spielen. Ach. Tricks machen. Manni. Ich zeig dir was. Ist nicht mein Ding. Lass das mal sein, Manni. Doch. Weißt du, was ich höchstens machen würde, wenn man mit Auto vom Baum fahren oder den Berg runterfahren? Und das ist mein Ding. Und nicht die scheiß Stuntman spielen. Das macht ein Stuntman nur mit Brechen. Du fährst einfach vor der Mauer vor und bist tot. Du weißt genau, ein Unfall schläft nicht. Ein Unfall ist ein Schicksal. Jürgen, ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir unsere eigene Firma haben. Seit wir unsere eigene Firma haben und mehr aufpassen auf Unfälle, passiert nicht mehr so viel. Aber das hat nichts mit den Fremden zu tun. Guck mal, ich doch, zum Beispiel. Doch. Nein. Hektik und alles. Nein. Günther. Beispiel. Ich früher, echt, das ist noch gar nicht so lange her, wenn ich immer morgens kam oder auch noch tagsüber, die Treppe bin ich immer schnell hochgegangen. Bin regelmäßig gefallen, habe mich aber mit den Händen abgestützt. Bis gehe ich langsam und gemütlich hoch und falle nicht mehr. Ist so richtig. Beispiel. Das ist schon richtig. Ich habe auch kaum Unfälle, mal klein auf dem Kopf oder so, Auspuff oder dies und jenes. Weißt aber du, ich keine Verletzungen mehr. Ich weiß. Du noch? Ich war dahinter. Wo? Wie du in die Halle gegangen bist. Ja, da war ich. Ja, aber so fällt doch kein Mensch, Peter. Wenn ich falle, da falle ich nicht so und bumm, ich mache automatisch die Hände nach vorne. Aber du bist da so umgefallen und voll auf den Kopf aufgeschlagen. Weißt du noch hier? Weiß ich, ich habe was an der Hände gehabt. Nee, du warst gar nicht. Ich habe was an der Hände gehabt. Nein, du bist umgekippt wie so ein Roboter, der sich nicht bewegen kann, die Hände. Ehrenbot, ich war ja hinter dir. Mhm. Du, erzähl mir das mal. Ach, Mani. Ja, Uwe. Du mit deinen Standdinger, da was du da machst. Nein, aber man muss es fachgemacht. In den Filmen muss es so sein. Und deswegen bin ich ja mal so ein Stuntman gemacht, wie die Stuntmen die richtigen Techniken. Weißt du, was richtig Stuntman ist? Wie Colt Siebert hier macht. Mit dicke, fette Brummer von Autos oder hier so Monster-Truck. Das ist Stuntman. Alle Sachen sind Stuntman. Die kleinste Stunt ist schon ein Stunt. Ja, Mani, du machst Stunt, fällst im Bach rein oder fällst auf die Nase Stunt. Extra. Der Mani hat doch einen Handklatsch. Ach, Junge. Wir müssen jetzt etwas Stuntman üben machen. Wie ein Stuntman. Du weißt genau deinen Unfall. Wie bist du da abgegangen? Wie bist du da abgegangen? Ich mach höchstens Motor zerlegen oder Autos zerlegen. Ja, aber da fällt dir etwas runter, dann musst du dich wegrollen. Mein Ding ist es nicht. Nee, nee. Was will ich doch machen, wenn der Mann? Abgerollt. Du bist fantastisch. Und was Mani, machst du einmal das? Was runterfällt. Komm ich nicht mehr hoch. Einmal liegen. Ja, genau. Zum Beispiel, du würdest so hinfallen. Das hältst du dich fest. Dann machst du aber die leichte Rolle. Dann liegst du nicht auf dem Gewicht, sondern auf die Seite. Merkst du also, was? Siehst du, runterfallen. Es wird schon langsamer. Seite. Nee, ich zeige dir, dass ihr es mit euren langsamen Augen es sieht. Zwei Verstand sind, was wenn du mit ein richtiges Auto fährst oder mit einem Reifen oder so einem Monster-Truck oder was. Das sind Stand und nicht so eine alles. Scheiße, was der da macht. Legt sich mit dem Arsch auf den Boden und bubbelt sich in der Nase. Na, ey. Ja. Du kannst mal mit Uwe Monster-Truck sitzt du sicher drinnen. Aber so Stand. Denn auch. Ist gefährlich. Ich übe das Standübung. Du kannst doch machen, ciao, was du ciao. Willst. Mit mir nicht, Mani. Also Uwe, mit der Junge ist hier nicht. Doch, der leider verletzt sich. Kann er ja nichts mehr tun, dann sagt er, au, 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 weißt, au. Was er gleich macht, er schmeißt sich zwischen die Ersatzteile da rein, kommt aus der Haufen raus. Nicht abbringen. Das ist ein Idealschaft hier. Den werde ich jetzt zeigen, wie ein richtiger Stuntman seine Stunts macht. Ah, Junge, das ist ideal. Gucken.
Nee, der ist zu niedrig. Der ist schon hoch genug. Für den Anfang, das ist etwas hoch. Dann nehmen wir den hier. Dann fangen wir mal an. Peters Unfall hat gezeigt, gerade Stürze passieren bei den Ludolfs immer wieder. Manni inszeniert den Ernstfall. Da kann nichts werden. Wenn ich hier fliege, das heißt Knochenbruch, komplette Umstellung. Ich muss mir ein Polster schaffen, egal was es ist. So fliege ich voll auf der Nase. So. Der hat sie doch nicht hier alle, oder? Ich dachte, wir hätten das Auto verwehren. Der fällt und dann, aua, Schulter. Peter, ja? Du verkäufst das Satz, habe ich gedacht. Ja, aber keine Satzzeile für Menschen. Peter, lass ihn. Genau. Lass ruhig machen. Lass ihn. Er soll sich austoben und wir haben unsere Ruhe. Aber, wenn er sich wehtut, dann müsst ihr noch eins auf den Backen kriegen, normalerweise. Ja, normal, ja. Aber wir sind viel zu gut, dann tun wir ihn trösten wieder. Ja, kannst du machen, Peter. Immer dasselbe. Manni, was machst du da oben? Ich will da runterspringen. Manni, du willst da runterspringen? Ja. Pass aber mein Gesicht auf. Ich werde so. Kleiner Spieler bist du. Kleiner Spieler und Spinner ist das. Ja, ja. Ich mach es. Ich bin Stuntman. Naja, bin ich auch gespannt, wenn du auf Fresse fällst und gleich Knochen verkauft. Versuchung kostet nichts, ich muss es. Ja. Ja, dann mach es mal. Dann mach ja. es. Das war ja lächerlich. Du bist auch nicht. Ich hatte mir mehr erwartet. Wenn ich die Treppe runtergehe, habe ich mehr Spannung. Naja, mach mal weiter mit deinen Spielereien. Wir machen mal Abgang. Und reicht gar nichts. Ich bin echt enttäuscht. Da war kein Stand. Da war, wenn ich im Bett steige, mache ich viel mehr. Da war purpelig. Da war ja mein erster Versuch. Man kann sich ja rantasten, aber das war für die Katz. Okay, das mache ich meinen eigenen Stand. Ohne die Jungs. Es kann nur an Peter und Uwe gelegen haben. Manni setzt in der Einsamkeit des nahen Waldes sein Training fort. Richtig abrollen, darauf kommt es an. Wie nice. Einfach, das ist gut. Jetzt würde ich hier runtergehen, renne, knall an der Wurzel rüber und mache. So ist nichts passiert und so hätte man sich vielleicht fast gebrochen. Guten. Moin, moin. Ich habe ein kleines Problemchen. Ja. Ich brauche für einen alten Polo 2 einen neuen Hauptbremszylinder. Habt ihr sowas da? Da muss ich den Peter fragen, der weiß Bescheid. In Ordnung, dann schaut mal. Ja, müsst einen Moment warten, ne? Ich warte. Okay. So, Peter, für einen alten Polo Hauptbremszylinder. Fliegen so lange bei mir hin, ne? So, ich guck mal nach. Viel Spaß. Ja, danke. Ach ja. Da wollen wir gucken. Falsch und richtig. Ja, ganz einfach. Hier werde ich extra nicht rüberspringen, was ganz einfach wäre. Ich trete im Bach rein, das ist so weich wie Butter. Bleib stecken, knall nach vorne. Wenn ich aber ins Gesicht fahren würde, würde ich mich verletzen. Ich tue aber die Hände vor dem Gesicht, was man immer schützen sollte. Nicht nur abfangen, was auch gut ist, aber auch so. Oder abfangen und so. Ist das Beste, was man machen kann. Aber nicht freifallen. Das muss ich jetzt machen. Das teste ich jetzt mal. Junge, Junge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stecken bleiben. Super. Hat geklappt, wie ich wollte.
Güterchen, 25. 25. Wie schnell du die Sachen immer findest. Tja, ich bin in mein Lager. Tja. Ist so ein Genie, oder? Ab und zu, ja. Eigenlob stinkt. Genau. So. Da hätten wir ihn dann. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja. Exzellent bis hervorragend. Was bekommt er? 25. 24,99. Okay. Dankeschön. Dann sag ich mal, alles klar. Und wenn der Wagen in 10 Jahren, wenn er 40 ist, kaputt geht, bringe ich ihn dem vorbei. Würde ich nicht, dann hat er richtig Wert. Okay. Okay. Alles tschüss. Klar. Schönen tschüss. Tag noch. Auch so. Manni ist mit dem Abschluss seines Sicherheitstrainings hochzufrieden. Jungs, was bist du so wild? Ich habe super Stand abgeliefert. Wieso? Hast du gut gemacht. Super. Ach, der hat nur ein bisschen paar blaue Flecke, aber Spaß gemacht. Ja, bisschen selbst schon. Peter. Jungs, ich habe was jetzt gelernt. Was hast du gelernt? Ich bin ja geflogen. So, Hausgünterchen. Ja. Nimm mal du einen Hut. Ich will auch einen Hut. Nein, wir beiden nur. Wollen wir hier in der Ecke. Ihr macht Stand, ihr braucht keine. Ich will auch einen Hut. Ey, du Knalltüte hier. So. Ich brauch keinen Hut. Ja, weil gib mir einen Hut. Ich hab Telefon. Weißt du, warum die Hüte nehmen, die Helme nehmen? Einen Hut. Ist doch ganz einfach, Manni. Weil die den Arsch auf den Sessel sitzen hier. Da können sich hier bei einem Sessel zum Arsch rumsetzen. Du kapierst ihr überhaupt seid doch nicht. Pfeifen, du kapierst überhaupt nicht. Wenn ich Teile hole, ich fall voll auf den Kopf oder kriege einen Auspuff auf den Kopf. Ach, hier. Mit deinem dicken Kopf. Ich gehe nicht mehr ohne. Da passiert nichts, da brauchst du keinen Helm. Ja, das sagst du nur. Ja. Guck mal, du der fängt gut an auf der Flamme, schon mit Helm rumlaufen. Uwe, irgendwie hast du recht, ich hält dir das Ding ab. Ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn ich hier landet. Ach gut. Aber ganz ehrlich, Uwe, ich habe für euch was besorgt. Ja? Wisst ihr überhaupt für was? Nein, du hast gerade vom Monster Truck geredet und so weiter. Ja, Monster Truck. Ich habe einen Monster Truck für euch. Ich hätte damit Spaß mit so viel zu fahren, ja? Richtig schweren Apparat. Beweis es! Sag bloß. Beweis es, dass es Spaß macht, okay, Manni? Ja. Beweis mal erstmal mit großen Können, wie ihr so einen Monster Truck fährt und dann könnt ihr die große Klappe machen. Dann können wir loslegen. Wann ihr wollt, der ist da. So, und jetzt streitet ihr euch nicht mehr, jetzt habt ihr alles. Geht raus, schafft mal was. Komm, helft mal sich hier, das kriegst du dann. Manni, ja, nee, komm, morgen an der Leiter denken, dass du irgendwo reinkommst. Das ist ein hohes Auto. Hey, dann bist du einmal 1 Zentimeter. Dann räumen wir noch kleiner auf mit Helmaltüte. Ach, die kamen sich auf Spaß, aber die können Spaß, nicht lassen. Spaß ist ja schön, aber mein Alter, gell? Ja, ich streite ja nie. Ich kenne die beiden nicht anders. Ich bin so friedlich, gell? Ich habe noch nie einen Streit angefangen. Oder? Ach ja, Mann. Richtig. Das Auto ist auch fertig. Wir holen schnell zwei Autos gerade ab. Ja, die Abwrackkisten. Da wir die Kisten auch reinkriegen, dann können wir nämlich ruhig weiterschlachten. Hast recht. Natürlich, so kann ich auch fahren. Ja. Es ist immer spannend, ein neues Auto zu fahren, ein anderes. So ist es. Wie ein Überraschungsei. Aber die Autos sind noch ziemlich neu, Manni. Ja. Da kann nichts viel passieren. Man weiß nie, aber es macht Spaß. Ja. Günterchen, so ein Monster-Truck gehört so ein Monster-Hamburger. So ein großer? Ja. Lass dich gespannt sein. Ich hol mal alles her. Ich habe so ein Schokoladenstück. Das ist kein Monster. Ein kommt hin bei deiner Uhr und da kriegen wir Jungs wieder ab. Günther, warte. Ich mach mal alles. Warte bitte. Während sich Peter an die Vorbereitung des Monsterburgers macht, holen Manni und Uwe zwei Autos ab, die noch fahrtüchtig sind. So, erste Zwiebel schneiden. Das sind aber keine Monsterzwiebeln. Pass auf, warte ich auch. Die werden zum Monster. Wenn sie gegessen werden. Oh, Peter muss nicht weinen. Ich weine überhaupt nicht. Du kriegst garantiert ein Stück ab, wenn er fertig ist. Also ein Burger. Oh, guck mal, die Augen klein. Nee, noch nicht. Doch. Da hab ich drauf gewartet. Genau. Ich hab keine Tränen. Doch, du zwinkerst doch gar nicht mit den Augen. Ich weine nicht. Mein Günther, du machst mir verrückt.
kann doch auch mal schadenfroh sein, oder? Einen wunderschönen guten Tag. Auch guten Tag. Wir kommen wegen die zwei Schrottautos zum Abfahren. Ja, ich habe die Papiere schon hier. Ja. Das ist noch von den letzten. Von den letzten, ja. Da hat sie nochmal zwei Kopien gemacht. Ich glaube, die hattet ihr aber schon von den zwei Autos, die ihr jetzt holt. Von eins war noch nicht 100%. Ach so, aber die gebe ich schon mal lieber mit. Doppelt ist, schmeißt das halt weg. Genau. Und hier sind die Verwertungspapiere. Ja, super. Genau. Genau, alles klar. Dann rufen wir zwei hintereinander ab. Ja, nehmen wir erst den VW. Erst der Passat. Der Passat, der Silberne. Ja. Der Silberne. Richtig. Alles danach kommen wir gleich nochmal wieder. Ja, ich bis bin gleich. Hier. Okay. Okay. Ciao, dann. Schönen Tag noch. Mach's gut. Tschüss. Jo. Tschüss. Tschüssi. Nur meine ich. Guck mal an. Manni, komm ab. Dann fahren wir los. Ist das ein schönes Auto? Ist der nicht fantastisch? Und so wird er verschrottet. Wie aus dem Laden. Wie ein Uhrwerk. Ja, für uns gut. Lecker, gell? Nee, bis jetzt noch nicht. Günther, sieht fantastisch aus. Bin ja gleich mal gespannt, wenn alle Zutaten drin hast und dann mischen tust, wie du dann schwitzt. Du bist eine Pflaume. Bei er darfst du nicht sparen. Er soll packen besser. Und vor allen Dingen, die müssen immer frisch sein. Da passe ich auch immer auf. Das Pfeffer. Boah. Boah, Mama mia. Das hat mehr Pfeffer als gehacktes. Und dann geht's wieder rund. Ja, der nächste verdient auch die Abtrackung. So, Manni. Frei, frei, frei. Aber der Passat, der war echt top. Das wäre das richtige Auto zum Stockerrennen. Mit den Autos fährt man kein Stockerrennen. Die Teile kann man alle verwerten. Und damit kann man noch gut Stocker fahren. Richtig für Action. Das erzähle Peter. Ich glaube, der macht mit dir Stocker. Eins. Da brauchst du gar keinen Stand mehr sein. Da macht er mit dir einen Stand. Ich nehme doch beide, stelle ich hin. Du kannst mich mal. Wie ich gesagt habe, hinstellen. Siehst du, die ganzen Zwiebeln sind unten. Ich mach's dir da gerade rum. Günther, du Schandmaul. Das sind die Kochs von heute. Junge, 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 Junge. Die armen Kochs. Die haben keine richtigen Materialien. Hast du zwei Hände? Ja. Jesus, das geht das rein. Endlich erreicht auch das zweite Abwrackauto das Ludolfsche Gelände. Wenigstens dieser Wagen hat einen erkennbaren Mangel. Günther! Günther, aufmachen! Tut es nicht. Jungens, bereitet mal den Grill vor! Machen wir! Okay. Ey, du kannst das gut, Manni. Ja, ich weiß. Mit dir was anzufangen ist immer schwierig. Manni, Manni, du lässt da Maul. Stell hier hin, hast recht. Ja, das... So, Manni, bevor du was anderes holst, holst du mir erstmal einen Stuhl. Der Stuhl kommt extra später. Manni, ich will mir doch hinsetzen. Ja, brauchst du einen Tisch, wenn du keinen Stuhl bringst? Ich bin schon ein armes Schwein hier, aber muss die ganze Zeit hier stehen. Uwe? Ja? Wir schreichen mal das Arm. Das andere ja. Der Monster-Truck und der Monster-Fleisch hat genau dasselbe mit zu tun. Riesig, riesig. Ich habe auch die Zwiebeln etwas größer gelassen, dass sie nicht ganz wegbrennen. Und jetzt wird der Monster-Burger erst geknetet. Ja, muss auch, aber trotzdem nicht zu dick und nicht zu dünn, dass auch gut durchfrisst, ne? Aber ja. Mhm. Dann leuchten deine Augen, das Wasser läuft ja schon im Mund zusammen, obwohl er noch gar nicht fertig ist, ne? So, und jetzt tust du das reinstecken ins Loch. So, und jetzt drehst du die Schraube rum, ja. Eine schön feste, Manni. Deine dummen Kommentare kann ich... mir schenken. Warum, Mann, nee. So okay. Was sagt man nicht zum Bruder. Jetzt hol ich mir Metalle noch. Ja, hol mal, ich bleib hier sitzen, wa? Jetzt bringst du einen schönen, weichen Sessel mit, Manni. So, das ist aber hier zu kurz.
Der hängt ja überall so weit rüber. Was? Das ist zu kurz, das hängt überall so weit rüber. Das sind so zwei Stücke abschneiden. So Monster-Truck ist nicht auf ein Brot drauf. Günther! Ah, so eins für die Jungs und eins für dich. Ja. Oh, da musst du mir ja sagen. Ich habe mir aber sowas schon fast gedacht. Mhm. Deine Seite natürlich dicker, ne? Fleisch. Schon klar. So, junges Mann, was macht ihr da? Soll ich mal drin Versteck holen? Ja, ich lass schon nicht fragen. Er hat Angst, dass es runterfällt. Lass mal Finger weg. Weißt du? Stell mal rauf, dass es noch schnell warm wird. Ja. Beim Grillen sind, wie auch in der Küche, die Rollen bei den Ludolfs klar verteilt. Peter kümmert sich um das leibliche Wohl der Brüder. Eiskalt, das ist geil. Das tut ja wie eine Lokomotive qualmen. Nee, das ist normal, das bisschen Fleisch ein bisschen qualmen. Ich glaube, ich muss das gedreht werden. Und klappt es? Es klebt. Was soll das? Beim nächsten Mal drehen, soll ich dir da noch Knieschützer holen? Da kann ich schon hin. Da bin ich gespannt. So kann man es auch machen. Das so, ist das gut, das könnt ihr an einem Magen sein. So, Jungs, euer Essen ist gleich fertig, lasst euch schmecken. Auf und ich gehe dann mal langsam nach vorne, passt wieder auf, ne? Okay. Ich hole meinen Burger raus, den kann ich mal belegen. Cool, und der ist jetzt schön braun hinten. Machen wir den hier drauf. Ah, der ist gut, da kommen nachher noch Sachen drauf. Hier. Salat. Ey, ich brauch keinen Salat, Manni. Da muss Senf drauf. Das muss drauf. Senf? Das muss drauf. Das muss drauf. Da muss noch Tomate drauf. Und gib mal Ketchup da. Ey, Uwe, komm nicht zu dir. Ja. Du wirst uns alleine essen, mach dick. Nein, kannst du essen. Ich hab mal gehabt. Okay. Guten Appetit. Jungs. Guten Appetit, Jungs. Mhm. Schmeckt gut, ja. Mhm, sehr gut. Danke. Aber morgen geht's rund mit dem Monster-Truck. Ich freue mich schon auf das Monster-Truck. Was hat der Peter mit dem Monster-Burger? Super. Ich freue mich, aber die Dinger sind auch nicht schlecht. Ich mach das Ding schon platter, Monster-Truck. Hey, mach das nicht platter. Es ist lieber der Monster-Burger, als das Ding platt zu machen. Peter? Ja, Manni? Die Monster-Burger, die waren sehr gut. Aber was ist morgen mit dem Monster-Truck? Da bin ich jetzt super gespannt. Was wird der Uwe da machen mit dem Monster-Truck? Ja, der Uwe hat bis jetzt alles kaputt gekriegt. Aber Manni, schlaf endlich. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manni. Am nächsten Morgen machen sich die Ludolfs früh auf den Weg. Jetzt darf Uwe zeigen, was er unter der wahren Kunst eines Stuntmans versteht. Oh, das geht's ran. Wir fahren Monster-Truck. Ein Monster-Truck wird da gefahren. 100 PS. 8 Zylinder Big Block. Aber das erste Mal so ein Ding zu fahren, da ist richtig Spannung. Ne? Ich kann es kaum erwarten. Es ist so ein Profi drin, ne? Und so ein kleiner Zwerg wie ich. Boah. Nur wenige Kilometer entfernt lebt die Familie Maus. Vier Generationen von Schaustellern wohnen auf dem Gelände, auf dem auch die Monster Trucks gebaut werden, die später in ganz Europa auf Tournee gehen. Hallo. Hallo. Kurze Einleitung, wie das Ding funktioniert. Ja, das gucken wir an. Ja, das gucken wir an, wie das Ding läuft hier. Wo ist eigentlich der Wendekreis mit denen? Also perfekt, würde ich sagen. Ja? Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen mit den dicken Achsen hier. Also du wirst dich wundern, was der für ein Wendekreis hat. Scheiße oder BMWs? Gut. Oder nicht? Naja, ihr seid ja Profis. Dein LKW ja. Hat den dreifachen Wendekreis wie der. Meinst du? Ja. Oder hätte ich aber nicht mitgerechnet. Ihr meinte, der hätte ja einen größeren Wendekreis. Zeig ich dir gleich. Dann würde ich sagen, steig's mal ein. Jo. Schaffst du aber gut, Uwe. Mit den kleinen Beinchen. Schau. Ach ja. Nein. Ach, du lässt es. In die Kurze liegt die Würze. Ja. Genau, da weiß er nämlich nicht. Wow. Ja, Mercedes-Stern, ja, genau das Richtige. Das ist richtig. Ja. Unter dem Monster-Truck. Genau, Monster-Truck ist. Also, warum erkläre ich das kurz? Ja. Uwe, hier hast du Bremse. Bremse mit Kupplung in 1 quasi. Bremse, Kupplung, alles in 1. Gas. Ja, genau. Gangschaltung. Dann haben wir für die Hinterachse zu lenken, den Joystick hier ist rechts. Ach, Hinterachse lässt sich auch lenken. Ja, Hinterachse auch lenken. Ja. Links und rechts. Ja. Dann haben wir hier nochmal den Zündungsknopf. Leuchtet ein blaues Licht. Hat der Zündung.
Und hier den einmal ziehen, springt er an. Springt er an, ja. Und wenn irgendwas sein sollte, Knopf nach unten. Und Aussetzer. Aber du musst mit dem Gas ganz, ganz vorsichtig sein. Kann er sich abheben, wa? Der hebt sich ab, der hat 1500 PS. 1500? Ich gestern hatte mal 1000. Ja, ja. PS fordern Uwes ganze Konzentration. Er will den Monster Truck nicht nur fahren. Er will auch über zwei Schrottautos springen. Ich hab Vertrauen in Uwe. Herrlich. Aber nur so halbes Vertrauen. Super! Da kommst du rüber, Uwe! Ich glaube, er hat abgewerkt. Ja. Hier, Aluminium. Aluminium. Aluminium ist gut. Als Schrotthändler sieht man immer. Gutes Alu. Er muss jetzt das Gerät in den Griff kriegen. Ja, ja. Aber noch mehr Aluminium. Hier, dann wärst du ganz reich. Noch eine Aluminiumleiste. Ja, ist das nicht schön? Oh, Aluminium. Ist Cabrio. Ja, aber hast du Lust, das Cabrio? Siehst du, kannst du heute Abend ein Bier holen. So, Jungs. Ja. Richtig. Uwe. Ja? Hast du ja ganz gut gemacht, würde ich sagen. Ne? Ja, ein bisschen Übung fehlt noch, aber so geht das schon mal von Anfang. Aber ich zeig dir jetzt gleich mal, wie ein Profi sowas macht. Ja, jetzt will ich mal sehen. Ja. Dann tauschen wir es mal aus, ja, wa? Ja, tauschen wir es mal aus. Ja. Dann zeig mal. Mann, das macht so richtig Spaß, Peter. Hat Spaß gemacht, gell? Also, es ist super gemacht. Du musst erst mal dran gewöhnen. Ja, erst und zweimal. Immer aber richtig geil. Ich würde am besten das Ding komplett mit daheim nehmen. Ja, richtig. Richtig starten auf Autobahn Richtung Westerwald. Das ist genau das Richtige für Männer. Ja. Ein paar heiße Frauen dabei, was wollen wir denn noch? Schön, das Spielzeug. Richtig. Sag mal, jetzt stellen wir uns mal dahin. Jetzt gucken wir uns die Sache mal an. Jetzt zeigt er mal, da kann unser Kleiner. Aha, ich habe einen Sitzplatz. Das ist ein Gerät. Und dein Gesicht ist abgedruckt auf den Truck. Uwe, Uwe, dein Gesicht. Fantastisches Gerät. Okay. Das sah ein bisschen anders aus wie bei dir, Uwe. Oh. Ja, das ist ja Übung. Wow. Das war gut. Das Mali, wenn ich das Ding eine Woche in der Hand hätte, würde ich es genauso versuchen. Also, ich würde sagen, mach mal ein paar Monate Training. Dann kannst du es vielleicht. Mali, aber so nicht. Ich konnte mit 9 Jahren jeden Rad machen. Ja, aber jeden trotzdem, Bagger das fahren. Ding musst du die Federung alles beherrschen. Mali, da ist ein paar Mal drüber, dann machst du das auch. Hey, du bist ja super gesprungen. War das gut? Das war gut. Darauf darf man nicht diskutieren. Ich will dir nur eins sagen, Mali. Ja. Du hast gute Stand mit den Kleinen schon gemacht, mit wo du gedreht hast, gerollt hast. Ja. Aber mit den Großen habt ihr auch recht. Ja. Die Stands waren wunderbar gewesen, Jungs. Also hat auch Spaß gemacht. Also ich gebe euch nochmal alle beide Hand. Super. Ich dir auch, danke. Super. Wir haben Spaß gehabt. Wir wissen, mehr wir als Spaß gehabt hier. Auch nochmal danke, war mein Kleider. War super gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Richtig. Aber ist, man hat die Blutdrücke. Am besten jeden Tag. Ja. Das ist ein Gerät. Peter, guck mal, zwei große Doppelvergaser. Ja. Alleine, was da ein Sprit durch, We'll be right back.